Also wir haben jetzt 25 Leute heute im Einsatz. Davon sind 8 Kameraleute, ein Drohnenpilot und das Restliche sind Techniker. Da haben wir Tontechniker dabei. Die sind dafür verantwortlich, dass man natürlich was hört auf dem Livestream, dass man das Richtige hört, vor allem auf dem Livestream. Die Kameraleute natürlich, dass das Bild passt. Wir haben einen Regisseur, das werde ich machen. Wir haben einen Bildmeister, der was die Kameras drückt. Wir haben 2 Slomisten, die was die Slomos zuspielen. Und dann haben wir noch ganz viele Techniker im Hintergrund, die was für verschiedene Positionen verantwortlich sein, dass die Positionen Akkus haben, dass die Kameras laufen, dass die Kameras getestet sind, die Signalwege passen, wissen, wo sie was holen müssen, wenn was kaputt geht. Wir haben die letzten Tage schon da verbracht. Also es ist alles Planung, Organisation. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn man Schritt für Schritt aufbaut. Am Berg sind es 8 Kameras und 4 Drohnen. Plus dann braucht alles Kabel und Akkus und Stative und Funkstrecken. Und ja, wir waren zu viert und sind sicher 3-mal gefahren, so mit Buckelkraxen voll Zeug und Koffer. Ah ja, komm hin. Dann gehen wir 5, nachher 2, 3, Drohne 2, 4 und dann sind wir wieder da hoffentlich. Wobei, haben wir jetzt den Funk mit für die 2, 3 eh nicht, gell? Ja. Der neue. Ja, du hast ihn. Das ist wieder ein Wort der Wahrheit. Lukas für Misi, wir sind jetzt auf der 6 und du solltest ein Bild haben. Da. Fuck! Falsch gefahren! Es ist doch eins unserer größten Events, das was wir machen. Dementsprechend ist es schon ein Prestigeprodukt von uns und wir schauen auch, dass es wirklich dementsprechend ausschaut und auch das Endprodukt dementsprechend hervorsticht. Es hat sich halt Jahr für Jahr gesteigert. Wir haben angefangen mit 7 Kameras, mittlerweile haben wir 20 Kameras und jedes Jahr steigert sich das. Ja, generell voll ein cooles Rennen. Also das hat mir immer schon gefallen. War ja auch früher schon einmal zuschauen. Ist halt eine zahre Partie. Also viel Kabel zum Verlegen, viel. Es ist recht hoch, halt alles oben, man muss einmal alles aufbringen, wieder runterbringen. Es ist halt sehr anstrengend zum Runterfahren immer, weil du halt heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt. So wie eine Raupe. Fressen, schlafen, auf einmal hübsch. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Übergang oder eigentlich der Saisonabschluss vom Winter und die Saisoneröffnung für den Sommer. Also wir haben jetzt über den ganzen Winter so Sachen gemacht wie Eishockey, Rodeln, Bob, Skeleton, Skifahren. Slopestyle und ab jetzt fängt wieder zum Beispiel die Football-Saison an. Also der Weiße Rausch ist wirklich der Saisonabschluss, der Schnitt, eigentlich auch der Sportartenwechsel von Winter auf Sommersport. Also ich bediene heute die EVS. Da von diesem Gerät kämen alle Zuspieler. Das heißt alle externen Clips, alle Werbungen, alle Impressionen, der Opener, das kommt alles von meinem Gerät. Und so wie es im Moment ausschaut, wird heute beim Weißen Rausch so ungefähr die ersten 3 Minuten 30 alles von meinem Gerät in die Regie zugespielt. Das geht sich nur leicht aus. Das Schwierige finde ich dann am Lauf-Event, wenn jetzt jemand an mir vorbei ist und der ist verschwunden, wie gehe ich gemütlich wieder zurück, dass ich den nächsten abhole oder wenn 2 auf die zukommen, auf welchem bleibe ich? Man muss intuitiv entscheiden,
ich nehme jetzt den hinteren. Davor ist oft so, gell? Man meint, das ist jetzt ganz ruhig, alles easy, aber irgendwann weiß man, jetzt kommen sie bald ums Eck und ich muss drauf sein und darf das nicht verschlafen. Ja? Weil vor allem bei dem Rennen geht es halt, da hat man nicht 20 Versuche, es kommt halt ein Schwung durch und dann ist gleich einmal vorbei. Also von dem her muss es nachher beim ersten Mal schon sitzen. Und es ist eher so eine Gefühlssache für die Geschwindigkeit, vor allem, was wir brauchen zum Einfliegen. Weil es ist schwer zum Einschätzen, wo sie langsam werden, wo sie schnell werden. Und ich kann ja in der Luft nicht einfach bremsen, sondern ich muss das ja schon vom Fliegen her planen. Bitte alle Kameras auf Position. Und wir sind live in 3, 2, 1. Standby für Highlights in 5, 4, 3, 2, 1. Take Highlights.